Gesprächsführung, Trance, kognitive Verhaltenssteuerung, Rollenspiel und Entspannung und Meditation. Diese fünf Grundelemente, Gesprächsführung, Gespräche führen, Trance-Zustände oder Hypnoid- oder Hypno-Zustände, kognitive Verhaltenssteuerung, das Rollenspiel und Entspannung, Kontemplation oder Meditation als Grundlagen einer Psychotherapie oder überhaupt einer Kommunikation von uns als Menschen. Warum sind diese fünf Grundmethoden so wesentlich? Damit wollen wir uns in diesem Audio beschäftigen. Gespräche sind für uns Menschen grundlegend. Von der reinen Emotionalität, der Affektivität und der Imagination und der reflexhaften Konditionierung zur verarbeitenden Ausdrucks- und Symbolebene. Worte schaffen unsere Realitäten. Sie begleiten unser permanentes Handeln. Sie halten uns flexibel. Sie lassen uns mit anderen Menschen in Bezug treten. Sie schaffen Denk- und Assoziationsebenen und damit Einsicht, Klarheit. Sie konstruieren, können konkret und doch genügend abstrakt sein, um mit vielfältigen Möglichkeiten umzugehen. Sprache gewissermaßen als höchste Sublimationsleistung, ein Artikulations-, ein Formulierungsergebnis von komplexen Assoziationsprozessen. Worte regen Assoziationen an, schaffen Bewusstsein. Sprache ist übertragbar. Sprache führt, sie leitet, begleitet, im dialogischen selbst genauso wie im dialogischen Austausch mit anderen Menschen oder monologisch mit sich selber. Die Welt wird mitteilbar. Sie schafft Kooperation genauso wie Abstand und Überblick. Sprache wirkt still und dadurch geradezu kontemplativ und durchaus auf der anderen Seite auch imperativ, agierend. Sie ist die ausdrucksbeziehende, symbolisierbare Grundlage der Begegnung und des Austauschs. Das zweite Feld, die Trance oder Hypnose, ist ein Zustand von Bewusstseinserweiterung. Sie verstärkt und vertieft mentale und körperliche Zustände. Sie intensiviert Beziehung. Sie geht über das bewusste Willkürliche hinaus, in das Geschehenlassen und unwillkürlich Automatische. Damit ist sie eine Art von Hingabe. Über weite Strecken angenehm geschehend, wie von selbst in einem starken Bezug. Lässt implizite, also unbewusste Suchprozesse entstehen, verbindet Sichtbares mit Nicht-Sichtbarem, noch nicht Wissen, noch nicht Intellekt, noch nicht Rationalität, also dem Unterbewusstsein. Schöpft aus dem Nichts, geht weit über rationale und konventionslogische Verständnisebenen hinaus. Lässt an Komplexerem teilnehmen, dadurch oft verglichen mit Schlaf, ist aber typischerweise kein Schlaf, sondern eben ein Bewusstseinszwischenzustand zwischen dem typischen Wachsein und dem Schlafen. Die dritte Einheit, kognitive Verhaltenssteuerung, konditioniert einerseits, schafft Erfahrungshorizonte, andererseits nutzt sie erkennen, bewerten, entscheiden, um Verhalten steuernd zu begleiten und zu formen oder auch planerisch zu antizipieren. Ihre Operationsmodi sind vielseitig, pragmatisch orientiert. Erkennen, beurteilen, handeln. Schließlich die vierte Möglichkeit, Rollenspiel, ermöglicht, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen und auszuprobieren. Das Vermögen, sich in jemand hineinzuversetzen, ist Grundlage der Empathie und des Mitgefühls. Lernen am Modell. Als Mensch habe ich viele Persönlichkeitsanteile und viele Persönlichkeitsmöglichkeiten. Rolle befreit
von einseitigen Konditionierungen und Einstellungen. Sie probiert aus. Es ist ein So-Tun als ob. Sie schafft Freiräume, befreit das Individuum von immer dem Gleichen. Rolle kann minimalistisch, zum Beispiel in einer Aufstellungsarbeit, oder komplex inszenatorisch sein. Durch Rollenrepertoires erweitern wir Denk- und Handlungsperspektiven als Menschen. Schließlich Entspannung und Meditation. Entspannung, Meditation und Kontemplation ist gewissermaßen das Nicht-Tun, das Innehalten, Lauschen, das Beobachten und damit die Achtsamkeit. Der notwendige Schritt, sich immer wieder aus der permanenten Aktion in reines Gewahrwerden zu begeben, anhalten. Bewusst tatsächlich die Welt anzuhalten. Gewissermaßen eine Nullebene. Erweitert rationales Verständnis und gibt sich der unmittelbaren Wahrnehmung hin. Es ist immer wieder der Zustand hinter allem Tun und hinter allen Vorstellungen, Konzepten und Konstrukten. Spirituell das Eigentliche aller Dinge. Und damit eine tiefe Verbundenheit mit allem. Also wir sehen diese vier Grundmethoden, könnte man fast sagen, oder diese fünf Grundhaltungen sind etwas Wesentliches. Als Menschen sind wir sprechende Wesen, dialogische Wesen mit uns selber oder im Dialog mit anderen Menschen. Wir sind immer wieder in Trance, ob wir es wahrnehmen oder nicht, ob wir es entsprechend intendieren oder nicht. Natürlich haben wir sehr viele Konditionierungen in unserem Leben oder Lernerfahrungen oder Lernbahnungen. Wir haben das Denken als zentralen Prozess der Kognitionsleistung und damit eben der sprachliche Ausdruck. Wir haben so etwas wie eine Orientierung am Modell, an der Rolle, an den Rollenmöglichkeiten, an den unterschiedlichen Rollen. Und wir lassen natürlich im Leben immer wieder los. Das ist ja das berühmte Loslassen. Wir halten inne, wir tun nichts. Wir lassen einfach nur geschehen. Wir meditieren. Und das sind ganz wesentliche Grundverfahren, mit denen es sich immer wieder lohnt, sich auseinanderzusetzen.